Nö. Ist der Kollege da? Überraschungsantwort. Also, du greifst das. Genau. Höllenbote. Und Last Hit. Na, jetzt soll der Last Hit kommen. Lol. Dann aber jetzt von Arti. Gut. Ja, von mir kurz 100 Level und dann noch Arti. Okay. Jo, das sieht extrem richtig aus. Okay. Ging relativ schnell und hier werden wir nicht nur KP aufhüllen, sondern vielleicht auch nochmal Maxims MP. Okay, ne, Lebenszeit wollen wir nicht. Na gut, dann muss er im Notfall Sorg einsetzen. Jawohl, speichern und hoch geht's. Wer kommt jetzt? Hier scheint keiner zu sein. Ich fühle keine fremde Energie. Hier stimmt aber etwas nicht. Und wenn schon. Echt komisch. Ja, Maxim? Götterschild erhalten. Du hast dich also vollständig ausgerüstet. Daos. Ich konnte die Siegel nicht brechen und an die Götterrüstung herankommen. Aber wenn ich dich jetzt vernichte, gehören sie mir. So einfach wird das aber nicht. Diese Rüstung passen sehr gut zu dem Träger des Lucia-Schwerts. Und das bin ja wohl ich. Das Lucia-Schwert. Lucia-Schwert, du bist unwürdig, die Götterrüstung zu tragen. Nimm nun Abschied von deinem Leben. Ja, bist du. Du hast immer noch etwas Energie über, das ist reine Zeitverschwendung. Maxim? Keine Sorge, Willen. Der kriegt mich nicht. Du elender Dummkopf, dich zerfällt in 1000 Teilen. Da kann ich ja nur lachen. Okay. Das ist meine Lucia-Schwert, was zum? Ich komm zu Maxim! Lucia-Schwert, was geht da vor? Lucia-Schwert hat dich auserwählt. Heiliges Kanonenrohr. Das kann doch nicht. Hier, Maxim, halte das Schwert in deiner Hand. Diese Kraft, diese sagenhafte Energie, das ist einfach unglaublich. Das kann nicht wahr sein. Daos. Das kann nicht sein. Du hast nicht genug Energie für das Lucia-Schwert. Okay. Danke, Daos. Seid ihr alle unverletzt? Ja, aber Daos ist verschwunden. Das ist schlecht. Sicher führt er seinen Verzug des Terrors fort und zerstört eine weitere Stadt. Die Todesinsel wird uns nicht entkommen. Wie willst du sie aufhalten? Auf der Platte tritt eine große Kraft aus, damit werden wir es schaffen. Ich fühle auch Lisas und Marias Auren. Sie scheinen das gleiche, wie ich zu denken. Schafft ihr es wirklich, so viel Energie zu kontrollieren? Keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Geh bitte beiseite. Lisa, Marie, hört ihr mich? Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Die Zeit ist gekommen, da unsere Wünsche erfüllt werden. Ich vertraue euch. Was zum? Auf dieser Insel herrscht eine starke Aura. Wir können uns weder bewegen noch angreifen. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie kommen. Nein, sie brauchen etwas Zeit. Warum? Ich habe ihr Schiff angegriffen. Ich konnte es nicht völlig zerstören, doch es kann nicht mehr fliegen. Das ist wirklich an alles gedacht, aber werden sie das Schiff reparieren? Auch darum habe ich mich bereits gemeldet. Wir haben die Todesinsel aufgehalten, ich weiß aber nicht für wie lange. Ich glaube, euer Schiff wurde von der Insel angegriffen. Was, Exerion? Unser prachtvolles Schiff? Dann habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Lass uns überlegen, was wir nun tun werden. Wir sollten nach Portavia und Lexus fragen, ob er das Schiff reparieren kann. Beeilt, wir halten die Insel hier fest. Wenn man zu brenzlig wird, müsst ihr für die versprechen. Versprochen, vertrauen werden. Maxim, vergiss nicht, du bist der Auserwählte, der das Lucia-Schwert tragen darf. Ist mir bekannt. Sehen dann, bring's auf Portavia. Wab. So, ich möchte jetzt nicht so mit dem reden, das nervt langsam. Lexus, kannst du Exerion reparieren? Ich denke schon. Können wir irgendwie helfen? Nein. Oder Jaws? In Ordnung. Celan, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Klar. Okay, jetzt haben die Turteltauben zusammen zu labern.
Was ist los, Maxim? Du solltest hier bleiben und, Maxim, höre damit auf. Und zwar sofort. Selan, sprich nicht so mit mir. Ich komme mit dir. Was auch geschehen, Maxim, was auch geschehen mag, ich komme mit. Selan, wir gehen zusammen, kehren zusammen wieder und werden zusammen unseren Sohn wiedersehen. Ja. Du hast gelauscht, Guy. Das ist nicht gerade die feine Art. Die nächste Schlacht wird hart. Die beiden haben ein Kind. Sie wissen genau, was sie zu tun haben und sie werden es gut machen. Hey, du hast ja auch gelauscht. Elfen haben gute Ohren. Bisschen lang die Dinger, oder? Vorsicht, mach keine Scherze über meine Ohren. Das mag ich überhaupt nicht. Ich habe nur ein wenig Spaß machen wollen, weil mir meine Freundin fehlt. Du darfst im Kampf nicht verletzt werden, wenn du sie wiedersehen willst. Ja. Außerdem würde sie mich bis in die Hölle verfolgen, wenn ich nicht zurückkommen würde. Dieses Mädchen möchte ich irgendwann einmal gerne kennenlernen. Lass uns doch eine Party feiern. Ihr seid alle eingeladen. Ja, das hört sich gut an. Wir werden mit unseren Freunden feiern. Genau. Je mehr wir sind, desto besser. Habt ihr euren Kaffeeklatsch schon beendet? Scheint so. Excellent scheint repariert zu sein. Lexis ist ein wahres Genie. Jetzt sind wir daran, zu zeigen, was wir da drauf haben. Ja, jetzt geht's los. Okay, hier ist so still. Ich habe Excellent bereit. Nun könnt ihr loslegen. Jo. Maxim, pass gut auf dich auf. Mir wird schon nichts passieren. Die Energie, die die Todesinsel lässt eindeutig nach. Maxim, wir müssen uns beeilen. Überall sind Monster, sogar im Meer. Was? Das haben wir den Höhlenfürsten zu verdanken. Lasst uns nachsehen. So viele Monster müssen wir denn ständig kämpfen. Sogar im Meer gibt es diese ekligen Monster. Wir werden gut aufpassen müssen. Wir werden uns schon um diese Monster kümmern. Geht ihr ruhig schon an Bord der Exeren. Aber ist doch kein Problem. Das sind doch noch alles Babys. Was? Ha! Wer ist denn das? Das ist doch unser Kumpel DK. Nimm das. Du? Kann das wahr sein? Hey, lange nicht mehr gesehen. DK, du lebst. Natürlich, warum sollte ich nicht leben? Ich bin ein erstklassiger Schwertkämpfer. Ja, das ist DK, ohne Zweifel. Tatsächlich. Habt ihr auch diese seltsame Insel am Himmel gesehen? Ja. Dann solltet ihr hier nicht rumstehen. Auch geht schon los. DK. Ich werde die Monster hier ein wenig beschäftigen. Also macht, dass ihr fortkommt. In Ordnung. Du lebst? Hey, mich wird man nicht einfach los. Ich könnte dich schon besiegen. Haha, darüber sprechen wir später, mein Freund. Ja, bis dann. Diese Höhlen müssen endlich besiegt werden. Och Mann, auf geht's. Also ganz ehrlich, ich würde am liebsten Arti hier lassen und DK mitnehmen. DK war einfach so way cooler. Ich mach die Monster hier platt, kümmert ihr euch um die Höllenfesten. Ich meine, ja, Arti hat Zauber, aber DK hat einfach diese Power und diese schöne Arroganz. Sie scheinen eingetroffen zu sein. Da ist mein Gebieter. Ich werde diese Kreaturen zerschmettern. Interessant. Zeig es mir. Mit Vergnügen, Meister. Vorbei, vorbei. Auch vorbei. Treffer. Ah! Sind alle okay? Jo, ich bin okay. Ich auch. Selan, sind wir mit der Sackkarte? Genau, okay, Maxim. Wir sind wohl am Ziel. Das ist Daos Tempel. Ziemlich finster. Ich kann die Energie spüren. Böse Energie. Sehr, sehr stark. Selan, benutze den Lichtzauber. Alles klar. Das ist also Daos Tempel. Die Kälte hier lässt das Blut zu Eis gefrieren. Er kommt in meinem Tempel gekrochen. Daos, Daos, wenn du es bist, dann zeige dich. Haha, ich bin genau über dir. Wer haben wir denn da? Gates! Gay, natürlich. Du hast es immerhin bisher geschafft. Gates, jetzt entkommst du mir nicht mehr. Schweig, keinen Schritt weiter. Ja, pf, easy GG. Oh
Ach, Gates, komm, sollen wir dich jetzt zum dritten Mal kalt stellen oder was? Ach, jo, Tacke, Tacke, Tacke. Ja, Zerstörer sind nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, Gates, du bist echt schon vor vorgestern. Gates größte Gurke EU. Hat so ein langes Schwert und kann keinen Schaden machen. Oder kaum. Auf geht's. La 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 la. Auf geht's, Leute. Ja, Fumi wird ab, warum auch immer. Ihr könnt ja mal einen Rotschlag machen, aber nö. Gut, Gates ist fort. Und das ohne einmal zu heilen. Gates, das ist einfach richtig peinlich von dir. Dankeschön, Seelenmodellaufschub, maximale KP. Und einfach um 7 gestiegen, Stärke um 2, Initiative um 1. Und maximale Angriffsstärke um 3. Arti wurde auch gestuft, maximale KP um 5, MP um 9, Stärke um 4, Initiative um 2 und maximale Angriffsstärke um 7 gestiegen. Fumi wurde aufgestuft, maximale KP um 5, Stärke um 1, Initiative um 2 und Markangriffsstärke auch um 2 gestiegen. Ach. So, Gates bis jetzt mal besiegt. Bevor gleich 9 hinfährst, kommt erstmal ein bisschen heilen. Links oder rechts? Links oder rechts? Oh. Halt sie hochgehunden, schön. War gar nicht so versteckt wie sonst. Ah, okay. Ich weiß jetzt wieder, wie es hier aussieht. Bitte stopp mal, ich muss kurz zurückgehen. So, ab hier, glaube ich, war das ungefähr. Bitte, ich spoilere jetzt mal so halb, ja. Wenn wir irgendwann den ersten Lufia-Teil spielen, bitte merkt euch ab hier diesen Gang. Es geht hoch, dann geht's nach rechts. Dann geht's runter. Okay, mehr will ich nicht sagen. Die, die bitte wissen, warum ich das jetzt so sage, bitte einfach mal still sein. Einfach nur so noch ein Heilsirup gefunden, damit man das einfach, ja, wenn wir das machen. Also wir werden definitiv Lufia 1 spielen, ja, aber ich weiß noch nicht genau so wann. Ja, einfach merken.